Können Sie sich daran erinnern, wann zuletzt bei Ihnen zu Hause der Strom ausgefallen ist? Und damit meine ich nicht, dass eine Sicherung in der Wohnung rausspringt, sondern einen richtigen Stromausfall. Im besten Fall können Sie sich gar nicht daran erinnern, denn das deutsche Stromnetz gehört zu den ausfallsichersten Stromnetzen der Welt. Damit das auch künftig so bleibt, muss unser Stromnetz bekanntlich ausgebaut werden. Denn der immer größere Energiebedarf und die längeren Transportwege stellen ganz neue Herausforderungen an die Versorgungssicherheit. Wie schaffen wir es also, unser Netz durch diesen Ausbau künftig nicht nur leistungsstärker zu machen, sondern auch so ausfallsicher zu halten wie bisher? Otte erklärt's. Hallo, ich bin Matthias Otte. Die Bundesnetzagentur ist verantwortlich dafür, dass Sie auch in Zukunft nicht hierauf angewiesen sind. Die Energiewende und der Ausstieg Deutschlands aus den fossilen Energieträgern ist ja längst beschlossene Sache. Doch einfach mal so abschalten können wir die bestehenden konventionellen Kraftwerke nicht. Die Menge an Strom, die über Wind- oder Solarenergie erzeugt wird, schwankt. Klar, es ist ja auch nicht immer gleich sonnig oder windig. Bei Hain an der Nordsee ist das ein kleineres Problem. Bei ihm weht fast immer genug Wind. Aber Froni im Süden möchte auch gerne jederzeit ihr Licht an- und ausschalten können. Da ihre Stromproduktion nicht immer ausreicht, haben wir eine Lösung. Stammzuschauer dürfen jetzt Bingo rufen. Die Antwort ist natürlich der Netzausbau. Der Netzausbau sorgt zum einen dafür, dass die Energie, die durch Windkraft im Norden produziert wird, in ganz Deutschland dort verteilt werden kann, wo sie gerade verbraucht wird. Das heißt, endlich müssen die riesigen Mengen an erneuerbaren Energien, die vom bisherigen Netz nicht abtransportiert werden können, nicht mehr gekappt werden, sondern können zu den Verbrauchern geleitet werden. Der Strom wandert quasi bedarfsgerecht durch das Netz. Sollte es einmal tagelang im ganzen Land bewölkten Himmel und Windstille geben, so haben wir sogar noch ein Ass im Ärmel. Die Kapazitätsreserve. Diese Reservekraftwerke oder Speicher kommen jedoch nur im absoluten Notfall zum Einsatz. Und auch bei der Stilllegung von Kraftwerken dürfen wir, also die Bundesnetzagentur, ein Wort mitreden. Wenn zum Beispiel ein Kraftwerk vom Netz genommen werden soll, das für die Energieversorgung unverzichtbar ist, dann können wir anordnen, dass das Kraftwerk für maximal 24 Monate noch weiter betrieben wird. In dieser Zeit können dann die Alternativen ausgebaut werden. Es gibt auch das Szenario mit viel Wind, viel Sonne, viel Strom. Mit der Natur müssen wir umgehen. Viele von Ihnen stellen sich die Frage, warum es für solche Fälle nicht einfach große Stromspeicher gibt. Da kommt der Strom dann rein, wenn gerade zu viel vorhanden ist, und alle Verbraucher können sich schön konstant daran bedienen. Technisch wäre sowas in Grenzen möglich, ist in der Praxis aber nicht ganz so leicht umzusetzen und zudem ganz einfach nicht wirtschaftlich. Zumindest momentan. Eine ähnliche Idee gibt es auch auf größerer Ebene. Wir, also Deutschland, sind ja kein Inselstaat. Wir liegen im Herzen Europas. Durch ein gemeinsames europäisches Stromnetz, dazu gibt es auch noch ein eigenes Video, können wir den Strom über die Ländergrenzen hinweg handeln und uns beim Engpass gegenseitig aushelfen. Wow, da tut sich doch was. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass der Netzausbau einfach wäre. Trotzdem, durch die starke Vernetzung und die flexible Verteilung des Stroms können wir beide Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also sowohl die Unregelmäßigkeiten in der Stromproduktion ausgleichen, als auch gleichzeitig die Versorgung für alle sichern. Mehr zu diesem Thema und dem Strommarkt im Allgemeinen gibt es übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Um die Versorgungssicherheit mit neuen Videos zu gewährleisten, würde ich noch ein Abo wärmstens empfehlen. Und dann darf ich mich selbst empfehlen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Matthias Otte.